Wir denken heute an die Menschen, denen die Fluten alles genommen haben, ihre Häuser, ihr Hab und Gut, ihre Erinnerungen, ihre Lebensträume. Wir haben alle unsere Heimat verloren, so empfindet es eine Betroffene. Heimat, sie ist zwar noch da, aber sie ist einem plötzlich so fremd geworden. Geradezu unheimlich, sagte mir eine junge Frau in Erfstadt. Das Ausmaß an Zerstörung, das Leid der Menschen, das ich dort bei einem Besuch gesehen habe, haben mich erschüttert. Die Katastrophe hat uns alle erschüttert. Heute an diesem Tag trauern wir gemeinsam und vereint. Wir fühlen mit ihnen, die so schwer getroffen sind. Wir wissen, dass sie uns brauchen für lange Zeit und wir stehen an ihrer Seite. Als Bundespräsident möchte ich Ihnen versichern, Sie sind nicht allein. Wir hören Sie, wir vergessen Sie nicht.